So, herzlich willkommen. Es ist Zeit für die Titanium Trial Herausforderung. Tritt als Jess Miller in einen getunten Castrol Audi R8 in den Canyon oder biete die Zeit, achte aber auf die Hartnadel auf die Spur. Ja, das wird lustig. Ja, toll, jetzt habe ich mich bekleckert beim Trinken. Ach, muss ich ja noch nehmen. Gastrol lädt dich zu drei neuen Time Trials in Fortune Valley ein. Zeig am Steuerfinger, wer der beste Fahrer ist. Scheiße. Hat Gastrol bestimmt ganz viel Geld dafür investiert hier gerade. Es sieht schon cool aus. Scheiße. Da wollte ich ein bisschen zu viel gerade. Wo geht's lang? Da geht's lang. Ah, scheiße. Ich dachte gerade aus. Ich hatte nicht auf die Minimap geguckt. Ich wieder falsch fahren gerade. Yay! Ja, wenn das drei Events sind, drei von 30, wenn das drei Events sind, können wir ja die anderen beiden auch noch gleich mitmachen.
Darf ich die Autos behalten? Nein, wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Wir gehen aber schnell Reise hin. Gerade überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber wir machen es mal. Ich wundere mich, dass ich nicht wieder in den BMW reinsteige. Das wundert mich so ein bisschen. Sprintrennen, Midnight Run. Sehe mich gar nicht. Hier Adam 16. Verfolgen den auffälligen 410. Adam 16. Wo findet die Verfolgung statt? In westlicher Richtung des Liberty Desert. An alle verfügbaren Einheiten. Adam 16 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Adam 16, wie lautet Ihre Abkürzung? Tschüss. Adams 1.6 gibt's nicht mehr. Meine Position. In östlicher Richtung ist Liberty Desert. Hey! Okay, verstanden. 4L30, ich gebe Verfolgung auf. Mein Wagen ist zu stark beschädigt. Verstanden. Die Tilt-Person hat meinen Wagen ge... Wie gefällt dir das? Das klingt... Die auch beschleunigen, wenn ich Nitro, werden die in der genau in der Sekunde genauso schnell. Das war nur eine Kostprobe. Wie das? Alter. Ich lange. Oh, noch mal. Oh, nochmal. Verstanden. Oh, nochmal. Und tschüss. Oh, hallo, Baby. Ja, easy. Immer eine Abkürzung. Die Adam 35 und der Wagen ist so schwer beschädigt, müssen die Leitung abgeben. Adam 35 übernimmt dann früh mehr Einheit. Bestätige. Ja, das macht einfach Spaß. Ich bin echt mal gespannt, wie sie das bei Heat einbinden werden. Hier Adam 35, brechen Verfolgung ab, sind zu weit entfernt. Entkommen! Mein Leben kann weitergehen. Ja, gibt gut Geld. 21.000 für so ein bisschen. Eine Speedkarte. Nehmen wir doch mit. Irgendwann Teil der Token für. Aber jetzt machen wir das nochmal. Ja, da kann man nicht auffahren. Es ist dunkel, da sieht man das nicht so. Oh Mann, hört auf mich so zu verurteilen. Ich sollte auf der Straße bleiben in der Wüste, das bringt sonst ja nichts. Schade, dass man, wie gesagt, unterwegs das Auto nicht wechseln kann. Oh, jetzt mit Mini oder was? Schön Offroad. Wir probieren es mal. Komm, die 2000, die wir notfalls verlieren.
Nahezu abgeschlossen. Ja, Zeit abgelaufen. Weil ich neben der Strecke war. Was zum Teufel? Was? Trotzdem verliere ich. Schweine. Die verarschen einfach nur, wo es geht, ey. Die verarschen doch einen nur. Scheiß Kapitalismus. Die Zeit ist schon sehr knapp im Essen. Fahre ich so ein klein wenig gegen so eine Laterne. Ah, das ist ja gar kein Mini, das ist ja ein Range Rover, was ich jetzt erst. Noch was stehen bleiben, danke. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Strecke. Der Drift mit dem ist nicht leicht, Leute. Es tut mir so leid. Versuch's zwar nochmal noch so ein bisschen, aber ich sollte mich vielleicht gleich mal fahren können. Alter Schwede. That's impressive. Nummer 2. Zeit war knapp. 327 Meter haben wir. Okay. Ein Event war das dann noch, das nehmen wir natürlich noch mit. Das nehmen wir natürlich in der Folge heute noch mit. Jetzt bin ich wieder in dem, ey, das ist ganz seltsam. Das ist das. Das ist Airfed Blitz. So, in der letzten Folge macht er mehr. Vielleicht mache ich in der nächsten Folge noch ein bisschen von diesen Airfed-Geschichten, das wir in der letzten Folge gemacht haben. Das war davon eine Folge. Schön. 355. Ja, kriegen wir mit dem Auto jetzt nicht unbedingt hin. Ich denke, ich werde das bis November durchspielen. Am 8. November kommt ja Heat raus. Hey Mac, ich habe eine Frage. Ja? Vor dem Königsegg-Job wolltest du doch den Mustang deines Dads in die Staaten fliegen lassen. Was hat es damit auf sich? In dem Wagen habe ich fahren gelernt. Ein kirschroter 65er Ford Mustang. Er hatte sogar einen Silverrock Lufterfrischer am Rückspiegel hängen. Was ist aus ihm geworden? Mein Dad musste ihn versetzen, nachdem die Fabrik geschlossen wurde. Mist. Ich hoffe, du kriegst ihn irgendwann zurück. Das werde ich. Ganz bestimmt. Ein Stern. Dass man die Dinger nicht umfahren kann. Ja. Das lenkt mich nur vom Wesentlichen ab.
meine, ich habe jetzt gerade, bin gerade dabei, jetzt glaube ich, wir sind jetzt bei Folge 12 oder so. Ich hätte gerade echt Lust, im New Haven Lake zu schwimmen. Ich auch. Was? Also. So, letztes Rennen. Trifft. Ah, nee, das lassen wir mal. Was haben wir da jetzt? Oh. Obwohl, das hätte man hingekriegt in den 1000 Metern. War das insgesamt 1000 Meter oder am Stück? Die Autos gerne behalten dann. Von den Mustern hier. Sollte gucken, wann man es Nitro zündet. Kurz vor der Kurve. Trifft das mit dem schon wieder ein bisschen schwerer als mit dem Nissan. So im Auto fährt man noch nicht Offroad, Leute. Wer macht denn sowas? Lang müssen wir. Weiter so, Mac. Alter, aber ganz schön knapp. Herausforderung abgeschlossen. Ich bin begeistert. Serie gewonnen. Hast eine Basislieferung erhalten. Oh, eine Kiste da vorne. Können wir noch mitnehmen. Mal zurück in die Zivilisation fahren. Wo ist sie denn? Entschuldigung, ich bin wieder einmal gerade. Ah, die wird hinter dem Haus sein. In östlicher Richtung durch Mann.
Mount Providence. An alle Einheiten, linken 1.30 verfolgt ein Nissan Dai 50 Z. Zielperson fährt in östlicher Richtung durch Mount Providence. Alter, nimm mich da. Haben die jetzt mehr Leben oder was? Verstanden. Das ist, als ob die auf einmal mehr Leben hätten. Wir haben die Tierperson gerammt. Ich hab euch gerammt. Das ist geiles Gameplay, Leute, hä? Müsst ihr doch mal einen Daumen nach oben da lassen. Alter. Okay. Die haben... Komm nicht raus. Das ist nicht gut. Die haben mich erwischt.